Habt ihr das gesehen? Die Eichhörnchen waren an der Mauer. Mit dem Anführer Jorvet. Ich hab's genau gesehen. Was will denn dieser Abschaum? Sie haben die hier verfolgt. Ein Überfall am helllichten Tag. Flotsam hat eine Armee. Wo ist der Kommandant, wenn man immer braucht? Brauchen wir nicht. Sei still, Weib. Sei selber still. Loredo säuft doch den ganzen Tag nur. Missgeburt! Wirklich? Augen wie eine Katze. Mit Missgeburten rede ich nicht. Warte. Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Sehen wir uns bei der Hinrichtung, mein Bester? Der Eintopf dürfte fertig sein. Stör den Künstler nicht beim Schaffen, weil Spion soll ja nur wenigstens. Man merkt gleich, dass du keine Ahnung hast. Er scheißt sich ein? Bin wirklich viel rumgekommen. Den Spion kenne ich auch. Und? Er scheißt sich ein. Bleib mir vom Ball. Missgeburt! Soltan, Rittersporn. Mein Informant. Na, prächtig. Und der Plan? Improvisieren. Keine Toten. Wir machen das schon. Geralt? Geralt! Hierher! Hilfe! Du, Weißhaupt, zurück da! Geh mir aus dem Weg. Ich kenne die beiden und sehe mir nicht mit an, wie man sie hängt. Drauf gepisst, wen du kennst. Das Gesetz will, dass sie baumeln. Also halt's Maul, sonst leistest du ihnen Gesellschaft. Weswegen hängt ihr sie denn? Sehen doch harmlos aus. Paktieren mit den Eichhörnchen. Rittersporn? Ein Elfenspion? Nein, den hat sein kleiner Sporn an den Strick gebracht. Wie bitte? Er stand dem Lüstling zu oft. Nun soll er baumeln. So will es das Urteil. Das Urteil ist eben härter als der Spornhexer. Was? Leute, seit wann wird man denn im freien Königreich Temerien wegen seiner Lust aufgeknüpft? Wir sind doch nicht in Nilfgaard. Zieh Leine, du Wunderblume, oder ich garantiere für nichts, anständigen Leuten hier den Spaß zu verderben. Wunderblume oder nicht, was er sagt, haut schon hin. Wächter, ich pimpe auch ganz gerne und will nicht gleich dafür baumeln. Ja, der Wächter hat uns auch schon ein paar Mal besucht, sich aber nicht besonders amüsiert. Eigentlich gar nicht. Garvena, verschwinde, das ist nicht dein Puff hier. Ich kann gerne gehen, aber das sag ich euch, an der bösen Lust hat's ihm nicht gemangelt. Dein Kleiner konnte nur das Köpfchen nicht heben. Unterbrech die Exekution. Schnauze! Der Sänger baumelt und fertig. Dies ist eine ordentliche Stadt. Huren und Hexer haben hier nichts zu melden. Weg die Worte, Wächter. Mit Hexern kenne ich mich nicht aus, aber Garvena ist eine anständige Frau. Mäuler halten, allesamt, sonst stopfe ich sie euch. Womit, möchte man fragen, womit? Dein Pinsel füllt mir doch kaum den hohlen Zahn. Garvena, ich warne dich zum letzten Mal. Und jetzt willst du eine Frau schlagen? Wenn das eine Frau ist! Pass auf, Hexen! Ja,
Es findet sich auch für dich, Sudelfink, ein Plätzchen. Und du, Wechselbalg, bist auch am Strick tanzen. Seht nur, Leute, erhebt ihr wieder die Staatsgewalt. Was zum Kuckuck geht hier vor? Ich frage, was zum Teufel hier los ist? Ich melde gehorsamst. Gib mir aus den Augen, Kleeblatt. Ihr könnt nicht mal ein paar lausige Banditen aufhängen. Und du, halt still, Hände weg von der Waffe. Auf diesem Schafott wird entweder geredet oder gerichtet. Was ziehst du vor? Du hast kein Recht, sie zu hängen. Interessant. Denn das Gesetz in Flotsam bin ich. Da bin ich anderer Meinung. Vernon Roche, Offizier des Königs. So, so. Blaue Streifen. Die berühmten Anderlingjäger. Derselbe. Jeder unter Kollaborationsverdacht mit den Scoia'tael unterliegt meiner Jurisdiktion. Und Rittersporn? Was wirft man ihm vor? Abfackeln meines Wachturms. Was sagt eure Jurisdiktion denn dazu? Das dachte ich mir. Ist das wahr? Könnte so ausgesehen haben. War aber nicht meine Schuld. Hier ließ ich einen Dieb frei. Ganz ruhig. Nur ein Scherz. Ich hasse Diebe. Es kann noch ein Spektakel geben. Blutig und gar nicht lustig, weißt du? Oder? Wir können uns irgendwie einigen. Das heißt? Gib mir einen Moment, Hexer. Hört her! Viele haben sicher schon von den Gerüchten gehört, die bei der Belagerung der Burg der Lavalettes durchgesickert sind. Leider sind sie wahr. König Foltest ist tot. Offenbar waren die Scoia'tael an diesem scheußlichen Mord beteiligt. Wie man sieht, darf sich niemand mehr sicher wähnen. Darum werden jetzt Wagen mit starker Bewaffnung in Flotsams Straßen auffahren. Ich verhänge hiermit den Ausnahmezustand. Wartet auf Befehle. Haltet euch bereit. Haltet euch bereit, euren gefallenen König zu rächen. Und jetzt geht. Geht alle nach Hause. Was für eine schöne Rede. Du hättest auch gleich behaupten können, die Anderlinge hätten Foltest ermordet. Meine Untertanen wissen ohnehin, wer ihr Feind ist. Wenn sie im Wald nicht permanent aufpassen, sind sie tot. Dafür dürfte es in der Stadt reichlich freundliche Anderlinge geben. Aber da steht nun einmal dieser unbarmherzige Wald ringsum. Wenn wir die Agenten in unsere Stadt lassen, überleben wir das nicht. Die Scoia'tael ziehen uns bei lebendigem Leibe die Haut ab. Wir dürfen keinen Moment den Fehler machen, uns in Sicherheit zu wiegen. Was wird aus ihnen? Es gibt keine Exekution. Vorläufig nicht. Sagen wir, ich untersuche die Angelegenheit noch einmal. Der Galgen ist kein Ort für Gespräche. Reden wir bei mir weiter. Deine Freunde lasse ich inzwischen laufen. Aber sie müssen in der Stadt bleiben. Ich erwarte dich am Abend. Komm nicht vor der Dämmerstunde. Ich hab zu tun. Und noch eins. Willkommen in Flotsam, Hexer. Die wollten uns wirklich aufknüpfen. Umbringen. Ich weiß nicht. Ich wollte den Turm gar nicht anzünden. Schon in Ordnung, Rittersporn. Verschwinden wir hier. Wir stehen in deiner Schuld, Hexer. Meinen Dank.
Jetzt aber ab in die Schenke. Rittersporn, kipp eins, dann geht's wieder. Und du, Geralt, erhältst bei der Gelegenheit erbauliche Kunde von der hiesigen Heuchelei, wie man Wollust mit falschem Anstand tarnt. Elende Brut, der Teufel soll euch holen! Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Tagsüber plärren die Belger, nachts stöhnt der Alte. Und wie ist das Landleben? War es eine gute Idee, nach Edirne zu heiraten? Wo die Liebe hinfällt. Du bist so jung und naiv. Binnen eines Jahres kommst du heulend zurück. Tagchen. Aushänge könnten interessant sein. Solche wie dich kenne ich. Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heder, Wirt, bring Schnaps! Triss Merigold, da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd aus. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Sultans Hochzeit gefahren sein. Was macht ihr hier? Ist alles den Bach runtergegangen. Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Foltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Foltest gestorben? War da wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Luft holen, Rittersporn, du verschluckst dich noch.